Fabian Peter, welche Massnahmen ergreift der Kanton Luzern in der Energiepolitik? Der Kanton Luzern hat ein klares Ziel, das auch abgestützt ist vom Parlament. Das ist das gleiche wie der Bund, nämlich klimaneutral netto null bis 2050. Wir haben dazu auch verschiedene Massnahmen. Zuerst wollen wir Energieeffizienzthemen natürlich angehen und effizienter werden beim Verbrauch. Und dann wollen wir vor allem den Ausbau von erneuerbaren Energien rasch voranbringen. Da gibt es einerseits, das sollen wir unterstützen mit Förderprogrammen, Gebäude zum Beispiel, wo es Beiträge gibt für bessere Isolationen, für neue Heizungen. Es gibt aber auch weitere Rahmenbedingungen, die wir verbessern müssen. Zum Beispiel haben wir eine Gesetzesrevision im Moment im Gang, Planungs- und Baugesetz, Energiegesetz, dass wir mehr Photovoltaikanlagen haben, dass wir bessere Rahmenbedingungen haben für Windenergieanlagen, raschere Verfahren, dass wir rascher vorwärts kommen. Und so sind wir entsprechend unterwegs und sind natürlich aber darauf angewiesen, dass alle Firmen, die Privaten, ihre Hausaufgaben machen, ihren Teil dazu beitragen, gemeinsam können wir die Ziele erreichen. Und wie arbeitet der Kanton Luzern mit der Energieagentur für Wirtschaft zusammen? Ja, wir pflegen sehr guten, engen Austausch auch mit der Energieagentur der Wirtschaft. Ich glaube, es ist ein wichtiger Partner für die Politik, aber eben auch für die Industrieunternehmen oder für die Unternehmen generell. Sie sind Spezialisten, sie können einen Plan machen, wie man netto null kann erreichen in einem Unternehmen. Sie haben sehr viele Fachspezialisten. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das anschaut. Wir alle haben die Aufgabe, netto null 2050 erreichen, die Wirtschaft sowie wir privat. Und da empfiehlt es sich, möglichst frühzeitig Kontakt aufzunehmen und den Weg dann Schritt für Schritt nach den entsprechenden Möglichkeiten zu gehen. Das kann ich empfehlen. Wenn man das gleich angeht, dann hat man entsprechend länger Zeit und dann schafft man das.